Also ich bin ja durch alte Karpfenmagazine, ne, von Rute und Rolle früher aufmerksam geworden, von den Hamburger Jungs, als sie an diese ganz großen Flachlandseen in Frankreich geangelt haben, an diese 1000 Hektar Seen und mehr. Und das fand ich absolut mega krass, diese extremen Einflüsse, die solche Wasserflächen mit sich bringen. Es ist inspirierend ohne Ende, man ist frei, man fühlt sich wirklich frei. Man hat einen stressigen Job und man kommt einfach runter und man sieht niemanden. Man sieht teilweise das andere Ufer nicht. Man muss den Fischen anders hinterherjagen als an kleineren Seen. Und es ist einfach ein anderes Angeln und das fasziniert mich einfach. Wir befinden uns jetzt hier im Osten der Republik, an einem ja, mehrere tausend Hektar großen Natursee und versuchen Karpfen zu fangen. Ja, ich erwarte erstmal an dem Trip natürlich, dass wir viel Spaß haben. Das ist erstmal das Wichtigste. Draußen sind, Abenteuer erleben und hoffentlich Fische fangen, ne? Das ist ganz klar. Alter. Also hier haben sie definitiv ein Fest gefeiert. Gehen wir nochmal in Richtung Marker. Denk an den Stock. Also ich war mit Kai gerade draußen mit der Kamera. Wir haben nochmal die Plätze kontrolliert. Ein Platz war komplett leer gefegt. Also der war wirklich super angenommen. Alle Muscheln geknackt, alle Boilies weg. Der andere Spot sah ein bisschen komisch aus, lagen noch relativ viele Tigernüsse. Aber gut, warten wir mal ab, was die Nacht bringt. Aber wir sind erstmal sehr positiv gestimmt. Ich gehe mit gemischten Gefühlen in die Nacht. Also ich denke mal, dadurch, dass der eine Spot sehr gut angenommen wurde, der andere nicht so, muss man mal sehen, wie sich es entwickelt. Aber ich denke mal, es könnte was kommen. Die letzte Nacht, die war nicht so ideal von den Gegebenheiten her. Wir hatten sehr stark mit Kraut zu kämpfen, ja, mit auftreibendem Kraut. Also jetzt nicht nur Seegras oder ja, Hornkraut und solche Sachen, die hier alles gibt und Fadenalgen, sondern das ist hier ja, so eine leichte Drift auf dieser großen Wasserfläche. Und dieses Kraut hat unsere abgesenkten Schnüre gefasst und hat es natürlich durch diese Drift an die Oberfläche gedrückt. Da hilft, ja, alles absenken hilft da nicht mehr. Ne? Mehrmals auf diese lange Entfernung oder lange Distanz, die wir hier fischen,
zwischen abgesenkt und ja, trotzdem hat das Kraut das nach oben gedrückt. Also ich habe jetzt vor, auf Monofilament umzusteigen, ne? Und die ganze Sache, weil ich der Meinung bin, dass diese Mono halt wirklich schneller absinkt, ja, besser, sag ich mal, über den Kraut mitliegt und so und nicht ganz so stark von diesen einzelnen Fäden erfasst wird und zur Oberfläche gedrückt wird, wie unser Geflecht, was wir jetzt bisher verwendet haben. Und ja, wir werden schauen. Also ich denke mal, dass die ganze Sache der Schlüssel mehr zum Erfolg denn hoffentlich ist. Ja. Matthias, den habe ich jetzt, ich glaube, das sind 8 Jahre her. Wir haben zusammen gearbeitet. Dann hat er halt gefragt, ob wir mal nicht gemeinsam losziehen wollen. Alles klar, wir fahren angeln. Ne? Wir sind abends nach der Arbeit los, also es ist fast 22 Uhr rum, schon dunkel, ja, war Ende Sommer. Und da sind wir da nachts an solchen riesengroßen See angekommen und mit unserem Trolley durch den Wald geschoben. Mein Glück, was ich Kai kennengelernt habe. Der hat mich inspiriert mit seiner Angelei. Wir haben uns dann immer besser verstanden. Ja? Und so kam ich immer tiefer an dieses Thema rein. Und ich bin echt froh, dass ich ihn kennengelernt habe und dass ich das so erleben durfte. Ja, wir haben den Tag sinnvoll genutzt. Wir haben uns nochmal die Spots gut angeschaut, nochmal mit der Unterwasserkamera kontrolliert, wo eventuell noch Futter liegen könnte. Also die Spots, die jetzt nicht angelaufen sind. Ja, und sind da noch mal fündig geworden über neue Stellen, sehr interessante Stellen. Wir hatten auch das Glück, einen Karpfen live zu sehen, direkt vor dem Boot, ne, auf dem Plateau draußen. Und ja, wir sind jetzt eigentlich sehr guter Dinge und gehen ja, gut gestimmt in die Nacht hinein. Ja, wir gehen jetzt in die nächste Nacht. Kai und ich haben heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit investiert, um noch mal ein bisschen Location zu machen, um neue Spots zu finden. Wir haben produktive oder gute Stellen gefunden, also wo wir denken, dass sie gut sind, haben Netz abgelegt. Wir hatten auch das Glück, dass am späten Nachmittag ein bisschen Wind aufkam, der hat das ganze treibende Kraut ein bisschen verschoben. Und ja, die Routen liegen gefühlt besser wie gestern Abend. Also ich bin guter Dinge, dass wir morgen früh vielleicht mehr Glück haben als gestern. Ja, wir sind jetzt noch mal draußen, die Nacht und der Morgen ist vorbei, um die Routen zu kontrollieren. Es ist halt immer wichtig, morgens, wenn kein Biss kam, ob die Routen sauber lagen. Das haben wir jetzt gemacht. Die Route lag gut, die Fische waren einfach nicht da. Das ist das Problem momentan. Ja, unser Resümee der letzten Nacht ist so, dass wir heute Morgen von einem Wildschwein geweckt wurden, anstatt von den Bissanzeigern. Was sehr deprimierend war. Also es macht für uns jetzt einfach keinen Sinn, hier zu bleiben. Wir werden abbrechen, da die Bedingungen uns absolut nicht in die Karten spielen. Wir haben keinen Wind, wir haben extreme Krautprobleme. Und ja, die Fische sind einfach nicht mehr da, sie sind weitergezogen. Wir kriegen sie aktuell nicht gefunden und das ist momentan das größte Problem. Also wenn das Wetter wieder besser passt, ja, zu einer späteren Jahreszeit und alles wieder so auf Karpfenfang ausgerichtet ist, dann werden wir ein anderes Gewässer ansteuern, ja, und versuchen dort unser Glück, ja, Karpfen zu fangen dann wieder. Und ich bin da sehr guter Dinge, damit die ganze Sache da dann Früchte trägt. Ja Leute, geil. Ich glaube, ich habe mir gerade meinen großen Zeh gebrochen. Ich fahre jetzt mal in eine Rettungsstelle und
würde mich dann wieder bei euch melden, wie dann weitergeht. Ich habe irgendwie hab ich die Scheiße mal nachgegangen. Die Nacht hatte ich schon nur Magen-Darm-Probleme. Hätte es mir das Boot auf meinen Zeh geflogen und jetzt ist natürlich. Oh, mal gucken, ich melde mich. Du bist immer diesen Naturgewalten ausgesetzt, ja. Sei es jetzt extreme Hitze, ja. Oder sei es Stürme, extrem Niederschlag. Man muss sich an allem anpassen. Wir sind jetzt wieder zurück nach unserer Sommersession an ein sehr, sehr großes Gewässer mit einigen tausend Hektar Wasserfläche. Und ich kenne diesen See etwas besser als den ersten See, wo wir unseren Versuch gestartet haben. Und das Wetter passt jetzt besser als im Sommer. Wir haben kräftige Winde, wir haben nachts schon ja, Temperaturen im einstelligen Bereich. Das Wasser ist gut abgekühlt, Sauerstoffsättigung ist gut vorhanden. Und das sollte sehr guter Dinge sein, damit wir hier jetzt auf Fisch kommen. Wir haben einmal unseren Platz vorbereitet oder unsere Plätze in dem Sinne mit Matthias zusammen. Es sind jetzt einige Tage vergangen, seitdem wir vorgefüttert haben. Wir haben viel gefüttert. Ich sag's mal ganz jetzt so einfach in Zahlen. Wir haben 80 Kilo Boilies verwendet und nochmal so 30 bis 40 Kilo Partikel in etwa gemischt. Und haben die auf sehr interessanten Fläche großflächig auch gestreut. Und ja, wir sind jetzt wirklich sehr guter Dinge, damit das alles hier ins Gute gerückt wird. Nachdem wir im Sommer so hart zu kämpfen hatten mit Hitze, Windstille und Krautprobleme. Ja, also da hatten wir alles andere als perfekte Bedingungen und jetzt sind wir sehr guter Dinge.
Ja, was ist die Nacht passiert? Wir hatten relativ kalte Bedingungen. Es war sehr, sehr kalt, sehr windig, aber wir hatten sofort Aktion. Kai hat schon einen richtig guten Fisch gefangen. Ich hatte dann heute Morgen, die Sonne ging auf, hatte einen schönen Lauf, super Drill und dann kurz vorm Kescher passiert halt das, was nicht so schön ist. Er ist geschlitzt, ärgert mich tierisch, gehört dazu, ist halt Angeln, ne? Aber es geht weiter. Ich bin guter Dinge, dass da noch was geht. Mal schauen, was ist der auf den Wagen hat. Warte. 17,4. 17,2, 17,4. Okay. Okay. Boah, schaut euch diesen Fisch an. Die ganze Last fällt jetzt von den Schultern. Diese Vorbereitung, einfach mega krass. 17,4 Kilo, mega Fight hingelegt. Der Fisch hier. Und ja, die Fische, die kommen jetzt endlich auf Futter. Die Ruten, meine drei Ruten, die lagen jetzt ja bis zum Morgengrauen unangetastet. Dann kam dieser Fisch jetzt und wir werden nochmal nachschauen, dass wir neue Futter drauflegen, die Futtermenge erhöhen, weil das Wetter passt einfach und die Fische sind vor Ort und jetzt müssen wir die ganze Sache nur noch ausnutzen und unsere Matten füllen. Geil. Yeah! Mega. Oh Mann! Chris, schnell, links hier, weg, das Scheißding, reiß es einfach runter. Lass es drin, jetzt ist es egal. Lass es drin. Mann. Oh, hier ist was drin, wollte ich sagen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich muss nur mit meinem Bein gucken, das ist alles nicht so einfach. Aha. Meinst du, kommt er? Ja, weiß ich nicht. Ich merke nur nicht. Ja, oder ist das Boot, das mitkommt? Keine Ahnung. Sag mir, wenn er soweit ist, jetzt ich pack mir den. Ich hab einen Vorwärtsgang ganz leicht drin. Ja. Der geht jetzt unter das Boot wieder. Ja, der geht unter das Boot. Ich würde mich gerne in das Boot drinsetzen. Ich kann mich einfach nicht drinsetzen in meinen scheiß Fuß. Das macht sich richtig blöd. Schwimmt jetzt mit, alles gut. Komm, jetzt. Komm. Yes. Ja, Mann! Danke! Geil, Alter! Yes! Oh, super! Mega! Ja! Geil! Oh, danke, Alter! Endlich! Läuft an hier, ey. Hammer. Hammer, geil. Geil, geil. Den verloren. Jetzt yes. Endlich. Cool. Geil. Mega. Ja, Mann. Vorhin Fisch verloren. Jetzt einen bekommen, 3 Stunden später. Ich bin mega happy. Oh, da fällt immer die Last ab, wenn man einen verliert. Ist man ja mal ein bisschen niedergeschlagen. Jetzt hat's geklappt. Wir haben ein bisschen sibirische Verhältnisse hier. Wind und kalt. Aber die Fische fressen, das ist das Wichtigste. So kann es weitergehen. Geil!
erster Linie schaue ich mir natürlich dieses Gewässer an, ja, mein Wahlgewässer. Dann gibt es Tiefenkarten, ne, oder Unterwasserkarten, wie auch immer. Um einen groben Vorplan zu kriegen, wo welches Ufer ausgerichtet ist. Norden, Süden, Osten, Westen ist natürlich ganz wichtig, gerade bei dem Wind, so wie wir ihn jetzt hier haben. Und ja, dann geht es halt auf die Spotsuche, ganz klassisch mit Echolot, ja, und Unterwasserkamera, ab und zu, nicht immer, weil es ziemlich mühselig. Und ja, sobald ein interessanter Bereich gefunden ist, ja, kommt da ein Marker, dann fahre ich den größer ab und so. Wenn, ja, stelle mir mehrere Marker, um zu gucken, wie die Kante verläuft. Ne? Ein visueller Blick ist immer besser, als wenn man sich nur GPS-Punkte setzt. Die kommen dann später, wenn die ganze Sache, sag ich mal, ja, safe ist, kommen dann GPS-Punkte mit ins Spiel. Für diese Jahreszeit, so wie wir sie jetzt haben hier, wir sind ja direkt Anfang Herbst, ne? Sind es immer ja, Kantenverläufe, die am besten nicht so weit draußen im See sind, aber leider, es lässt sich nicht immer vermeiden. Ne? Nach großen Flachwassern, Ausläufern, Abbruchkanten, die ja, gegebenenfalls am besten sogar Krautbewuchs haben oder starken Krautbewuchs. Das sind so die ersten Richtlinien, ja, nach denen ich dann da gehe. Gefällt mir ein Bereich oder ein Spot, ja, dann ist ja dieser ein bisschen großflächiger, also den gucke ich mir großflächiger natürlich an. Und dann ist halt die Frage, was will ich erreichen? Komme ich jetzt hierher, um fische eine Kurzsession von 3 Nächten oder komme länger her ab 5, 6, 7, 8 Nächte? Ja, lege entweder vorher, also fütter die ganze Sache großflächig und man kann dann, also ich gehe da her und habe meistens so immer in der Breite streue ich das Futter, so wenn man es mal sieht, so 100, 150 Meter, kann auch mal 250 Meter auf der Länge sein. Ja, und 20 bis 50 Meter an der Breite. Je nachdem, wie groß dieses Areal ist und dieser Spot ausfällt, ist es jetzt ein kleiner interessanter Spot, dann wird er natürlich nicht so großflächig, sondern werden diese Sachen punktuell befüttert. Ja, der Gedanke dahinter ist, dieses Futter großflächig zu streuen, ist, dass ich eine große Schule Fische damit schneller anspreche. Ja, wenn die Fische, sag ich mal, jetzt oberhalb von der Kante oder unterhalb lang ziehen oder lang patrouillieren auf ihren Zugrouten, damit die erstmal überall auf mein Futter stoßen und dann anfangen, nach diesem Futter zu suchen und dann ja, am bestenfalls natürlich dieses ganze Areal absuchen und lange damit beschäftigt sind. Die Boilies sind in erster Linie, die haben wenig Attraktoren, wenig wasserlösliche Attraktoren, um genau zu sagen, und sind sehr selektiv, sie sind hart, sie sind richtig luftgetrocknet, also so 2, 3 Wochen luftgetrocknet, sind steinhart, so damit sie resistent werden und nicht so schnell durchweichen. Und unter anderem sind da natürlich auch Inhaltsstoffe drin, die den Boilie stabil im Wasser machen, ja, damit wir wirklich Futter für die Karpfen auslegen und nicht für Brassen. Ja. Als Hakenköder kommen nochmal extra angefertigte Krebs- und Weißfischresistente Hookbaits. Ja, die ich mir selber herstelle aus ja, verschiedensten Zutaten und die wirklich auch mal 2, 3 Tage die Chance haben, liegen zu bleiben. Also 2 Tage ist Minimum. Wenn jetzt mal so ein Sturm ist, so wie wir ihn jetzt hier haben, jetzt ist alles gut oder ist wirklich so kräftig und man sagt, gut, okay, wir lassen die Ruten liegen, kam kein Biss und dann bleibt die Ruten draußen. Die Chance muss da sein. Ja, Mann, der Wind frischt auf, wir haben Mittagszeit, wir haben gerade ein bisschen uns mal hingesetzt, was gegessen und die Rute läuft ab. Wahnsinn, ein richtig schöner alter Fisch, um die 14 Kilo. Ich bin mega happy, es läuft, so soll es sein.
Ich werde gleich nochmal großflächig meinen Platz befüttern, um die Fische bei Laune zu halten und hoffen, dass nochmal eine richtige dicke Mutti kommt. Aber über die freue ich mich auch. Geil, geil, geil. Hammer. Alter! Ha. Geil! Alter! Der hat gar nicht so richtig mitbekommen, was die Phase ist. Boah, krass! Bist du im Gang draußen an? Alter, guck dir dieses Vieh an! Alter! Ja, ist absolut krass. In mein Zelt gesessen, Vorfächer vorbereitet für die kommende Nacht. Dann bekomme ich einen ganz zaghaften Lauf, weit draußen natürlich wieder. Und ja, wir nehmen die Route, fahren den Fisch entgegen. Und ja, immer dichter vorgekommen zum Fisch eigentlich. Und der Fisch, der hat festgesessen im Kraut. Ne? Festgehalten, Spule blockiert. Die Route durchgezogen und dann war immer dieser riesige Klotz von Fisch da. Ne? Alles gut? Dann Kreis hoch und dann. Wow. 24,2. Alter! Geil! Oh. Mega, jo. Geiles Alter. Tier, ey. Geiles Tier. Wow! Wahnsinn. Mir fällt eine richtige Last von den Schultern. Mega happy. Boah, Leute. Was für ein Fisch. Ich bin einfach überwältigt. Das sind 24,2 Kilo. Aus solch Riesensee. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist einer mit der Gründe, warum wir diese ganzen Strapazen auf uns nehmen. Diese Kilometerfresserei, dieses ständige Futterrollen. Und dann in solcher Session hier, wo alles passt, der Mond passt, der Wind passt, ja, dann wird man halt einfach auch mal belohnt. Ne? Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Mit solch geilem Fisch. Boah, bin total happy. Besser kann es mir nicht laufen. Solchen Fisch hier im Osten zu fangen, ist nicht alltäglich oder man muss ganz lange nach angeln, ne? Um solche Fische zu fangen. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Alter, hast du doch mal drauf halt sagen können. Die linke. Ja, meine linke. Ja, fahr doch einfach mal ein bisschen rüber. Dass ich da mal Kontakt zur Schnur kriege. Ja. 13,8 Grad hier auch. Krass, Alter. Wir waren vorhin eine Woche hier, da hatten wir 20 Jahre. Musst du den mal reinziehen. Alles ist besonders am Angeln, das Hobby an sich, aber in den großen Seen ist halt dieses Grobe besonders oder dieses Fischenjagen. Du hast anderes Material, du knallst mit den Motorbooten über den See. Und es ist einfach anders. Man kann es, wie gesagt, jeder hat so seinen Style, aber für mich ist es immer wieder ein Abenteuer aufs Neue. Auch wenn man an See schon ein paar Mal war, ist es immer wieder anders, immer wieder neu. Die Fische können in anderen Bereichen sein.
Ja, und einfach dieses grobe Angeln, sage ich, nenne ich es jetzt mal, das ist mega. Boah, mein zweiter Fisch jetzt von heute Morgen, der hier hat ungefähr so Ende 20 Pfund und am Morgengrauen habe ich noch einen größeren gefangen mit 18 Kilo, ein richtig uriges Teil, ein richtig alter Büffel. Ja, und jetzt werden wir mal schauen hier, wie die ganze Sache weiterläuft. Die Ruten liegen, Futter liegt, wir kriegen heute noch richtig Wind oder mit kräftigen Sturmböen. Da müssen wir halt mal schauen, ob wir überhaupt dann noch rausfahren können. Aber ja, ist denn situationsbedingt, müssen wir einfach mal gucken, wie die ganze Sache sich entwickelt. Weil wenn es zu heftig wird, dann fahren wir nicht mehr raus und da geht dann die Sicherheit einfach vor. Aber wir sind erstmal glücklich, zwei Fische im Morgengrauen und ja, so kann der Tag doch super beginnen. Yes, geil! Wenn die Wellen zu extrem werden, ist immer schwierig zu sagen, weil man muss ja schauen, wie entwickelt sich der Wind oder wie stark sind die Böen, ne? Und ist der Wind so ein bisschen ablandig, so wie jetzt momentan, dass wir ein bisschen im Windschatten sitzen, da geht es alles noch, kann man bis zu gewissen Weiten immer noch sagen, gut, okay, da kann man noch rausfahren, aber du siehst ja jetzt gerade, wenn du noch weiter jetzt rausfahren würdest, wir haben jetzt gerade aktuell Windstärke 7 und wir bewegen uns auf diese riesige Wasserfläche raus, also da ist schon eine ganz große Wellendünung und da ist dann auch irgendwann Schluss, weil, ja, ganz klar, also ich habe Familie, ja, und irgendwo geht dann, ja, ist dann der Punkt erreicht, wo man sagt, hier ist jetzt zu Ende, Fische fangen ist alles gut und schön, aber sein Leben zu riskieren für diese ganze Sache, ja, die bringt es ja nicht. Der stetige Wind ist sozusagen, wenn du jetzt keine, der gleichmäßig mit der gleichen Konsistenz immer bist. Geil! Also nach links weg drum drehen, ja. So, dass du ein bisschen gegensteuerst, dann ist alles gut. Alle in Deckung da? Ja, sehr schön. Boah. Alter, das Brett das sieht gut aus. Also wir haben jetzt hier knapp 80 km/h Wind. Ihr seht das. Wir zerren ihn raus und hauen ab hier. Oh. Alter. Alter Christian, mal pass bloß auf. Er ist noch nicht so weit, du. Ich glaube. Ich nehme mit der Drift. Ganz langsam, langsam. Alter, geil! Yes. Alter! Puh. Was war das denn? Geil, Alter! Unglaublich, ey. Alter, in diesem Sturm hier. Komm, lass es abhauen.
Also wir hauen ab hier. Einfach so heavy. Ja, wir haben jetzt gerade eben einen Lauf bekommen bei dem absoluten Sturm und sind halt rausgefahren und die ganze Sache war mehr als grenzwertig. Wir sind über diesen Flachwasserausläufer rausgefahren, da war alles noch okay, leichte Welle. Wir sind dann über die Abbruchkante gefahren ins tiefere Wasser, ins Freiwasser. Und da tobte der See komplett. Also da ist so viel Energie vom Wind mitgekommen und Wellen. Und die Wellen sind gebrochen, eine extreme Wellendünung. Also das ist, es war wirklich mehr als grenzwertig. Also dass die ganze Sache wirklich gut ausgegangen ist, da zeigt sich auch mal wieder, dass man unbedingt auch Rettungswesten tragen sollte. Und ja, dann hatten wir da einen Fisch am Band und der Fisch, der wollte einfach nicht in den Kescher und der zeigte uns alles. Und der Drill, der war so brachial, immer wieder sind Wellen vorne ins Boot geschwappt, die Gischt ist uns ins Gesicht gespritzt und das war einfach mega krass. Also das ist einer mit der absolut, ja, kann man nicht in Worte beschreiben. Also dieser Drill, den vergisst man nicht so schnell. Hier ist er, aus dem Wahnsinnsdrill im Sturm. Einfach nur krass und krank auf eine Art, weil der Fisch ist wirklich Wahnsinn. So ein Fighter und dann in diesen abartigen Wellen da draußen. Mega krass. Ich bin happy, damit die ganze Sache so gut ausgegangen ist. Und ja, die Route bleibt jetzt erstmal am Ufer. Ich warte einfach diesen Sturm ab und ja, selbst wenn der erst in der Nacht aufhört, also ich fahre die Route da erst nicht mehr raus. Liegt genug Futter da, die Jungs sind versorgt und ja, wir bleiben jetzt erstmal auf die Nummer Safety unterwegs und dann passt die ganze Sache. So soll es sein. Ja, yeah, geil. Grundsätzlich sollte man nicht so wenig Geld ausgeben, lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, weil ja, das ist sinnvoll investiert. Und man sollte dazu hergehen und sich bei einer guten Firma darüber beraten lassen. Da gibt es halt die verschiedensten Varianten von der Typen, vom Hersteller. Also man sollte jetzt nicht auf so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Billigprodukt von Drittanbietern oder wie auch immer drauf sich verlassen. Diese Westen, die wir nutzen, die werden zum Beispiel auf diesen Ölplattformen werden die genutzt und damit arbeiten die Leute da, wenn die mal auf hoher See über Bord gehen, wie auch immer, damit die an der Oberfläche bleiben, selbst weil die haben alle auch teilweise Warthosen an. Wenn die mal vollläuft, muss gewährleistet sein, damit du mit dem Kopf über Wasser treibst. Ne? Werf mal den Anker dann an, bevor wir hier sonst am Boden sind. Ja. Ich komme flach nur. Du kriegst den Scheißding natürlich hier vorne wieder. Das ist wieder hier. Drinne! Alter, danke. Den hast du verdient, Junge. Super gemacht, Matze. Ja, Mann. Es läuft und läuft und läuft. Wir drillen tagsüber solch geile Fische. Wir haben Wind, wir haben super Bedingungen. Es ist einfach unfassbar geil. Der ging ab, der Biss unglaublich stark. Der Drill war wieder super. Wir konnten zum Glück gerade rausfahren, weil der Wind ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt warten wir ein bisschen, bis wir die Routen neu legen und dann schauen wir, was die Nacht bringt. Also wenn es so weitergeht, unglaublich geil. Hammer, wie der aussieht, die Schuppen da in der Mitte. Mega, mega. Ich habe mich für einen Blowback-Rig entschieden, aus 30er KMU gebunden und Weightgap-Haken in Stärke X, also Vierer. Großer Haken, starker Haken, also aus dem Grund, die Fische schwimmen sehr regelmäßig in große Krautfelder. Man muss mit viel, viel Druck arbeiten und da muss einfach ein Haken stabil sein. Die Rigs sind auch sehr kurz gehalten, so um die 12 bis 15 cm, weil die Fische kleben hier am Boden, die fressen wirklich recht dicht am Boden und das Rig sitzt einfach besser, wenn es kurz ist. Also wir haben hier damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mich hier für das Cox-System entschieden.
in 227 Gramm Stärke, also schon schwer, weil wir halt auf diese großen Distanzen rausangeln und die Winde dazukommen. Das Rig muss einfach liegen bleiben. Da sind schwere Bleie natürlich wichtig. Wenn ich extreme Muschelbänke habe, verwende ich schon Leadcore lieber davor, dass es einfach ein bisschen mehr geschützt ist. Aber wenn jetzt mehr Schlamm, Kraut, sicher sind da auch Muscheln drin, aber ich verwende ja hier auch einen 60er Shockleader. Und dann fische ich es auch mal naked, weil die 60er Schlagschnur ist sehr, sehr, sehr robust. Ich verwende das Cox-System ja schon ein bisschen länger und ich habe damit eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, das auch naked zu fischen. Es ist wirklich situationsbedingt, wie ist der Boden, wie sind die Geschaffenheiten, ob ich dann Leadcore vorschalte oder halt lieber naked angle. Da wir die Montagen eh vom Boot immer ablegen, ich rolle die Montage langsam runter, es liegt immer gestreckt, immer sauber und man hat dabei einfach ein gutes Gefühl. Der volle Fokus liegt darauf, wie gesagt, stabile Komponenten einfach zu haben. Dicke Schlagschnüre, wie ich gerade gesagt habe, so 60er nutzen wir sehr oft. Wie erwähnt, diese scharfen Haken, scharfe X-er Haken, die halt robust sind. Ja, und das ist halt wichtig. Man braucht es. Man ist immer unterwegs, immer am Kurbeln, weite Distanzen. Das kann alles auch mal ein bisschen schuppern durch die Bewegungen. Und ja, es ist alles ein bisschen gröber als, sage ich mal, an kleineren Seen. Und man merkt es auch am Material. Teilweise ist es eine Materialschlacht. Ne? Das ist schon, wenn es gut läuft, kann man da auch schon mal ein bisschen Material durchballern. Und es ist halt wirklich, man hat ein besseres Gefühl, wenn man einfach starke, robuste Komponenten dran hat. Ja, die Routen haben wir jetzt alle neu gefahren. Dadurch, dass die letzten Stunden eigentlich die Bisse vereinzelt immer mehr links von uns gekommen sind, also mehr auf Kais Seite, haben wir die Routen noch mal ein bisschen anders verteilt. Ich bin jetzt mit einer Route noch weiter nach links rüber gerückt, weil die Fische eindeutig mehr von der Seite kommen. Wir haben jetzt die Routen anders platziert, ein bisschen strukturierter und hoffen natürlich dadurch, dass wir jetzt vielleicht noch mal ein paar Bisse bekommen. Ist hier sowieso eine Teamarbeit, ne? Wir machen alles zusammen, wir fahren die Boote zusammen, man drillt zusammen, man legt zusammen ab und ja, jetzt müssen wir halt versuchen, noch strukturierter halt abzulegen, um noch an die Fische zu kommen. Von daher, das geht alles problemlos, das wird jetzt wird klappen die Nacht. Richtig geiles Session gewesen, Junge. Also so viel Eindrücke und so. Ich weiß nicht, ob wir die so schnell noch erleben werden. Alles gut, Anni? Sag ich ja. Gut geschätzt. Alter! Ey, Alter! Krass, Mann! Geil! Alter, zwei solche Bretter. Ey, was sagst du dazu? Ist doch. Sprengt den Rahmen komplett. Also, bin völlig, Mike, völlig überwältigt. Beim René, Mike gesagt, 22, 23 wird er haben. Das ist so ein Koffer. Ey, Wahnsinn. Ich bin völlig. Völlig hinüber, Alter, mit den Emotionen jetzt. Alter. Unglaubliche Session. Was?
unglaubliche Session. Heute früh wieder nochmal hier so einen Dicken gefangen. Kai wieder mit seiner Krönung. Die Session ist, erlebt man nicht alle Tage und das vor der Kamera. Unglaublich, ja. Also wenn man hinter uns guckt, wir haben gerade richtig Sturm wieder. Aber was hier abging, das muss man erstmal alles verarbeiten. Es hat alles funktioniert, alles nach Plan, vor laufender Kamera. Wir sind überglücklich. Die Boote sind gepackt, Spanngurte rüber und dann fahren wir nach Hause. Kai, wie siehst du's? Mir fehlen die Worte, ganz ehrlich, weil solche Session in der kurzer Zeit, solche Fische zu fangen, also das ist einfach unglaublich. Ich kann nichts mehr zu sagen, weil solche Bretter, wir haben richtig geile Fische gefangen, haben uns durch den Wind gekämpft, ey. Und im Endeffekt, also wir sind jetzt auch ein bisschen völlig fertig, ne? Also. Mein Highlight war, dass es vor der Kamera so lief, wie es gelaufen ist. Solche Fische zu fangen. Die Wetterbedingungen waren mega krass, muss ich echt sagen. Ja, aber jetzt ist es, wir sind müde, wir sind K.O. und Familie freut sich auch, dass wir wiederkommen. Ich bin also, nee, mit den Emotionen völlig drüber. So eine Granate hier, ey. Absolut geil.